EA Games. Challenge everything. Leute, das war das Intro zu meinem neuen Let's Play. Ihr seht es, es ist Need for Speed Underground. Ja, es ist mein neues Projekt, Leute, und das wird ziemlich cool sein. Neues Fahrerprofil, wie nennen wir uns, ist ja klar. Blumper. Ach, diese Musik. Alles super. Alles aufgedreht sein, Leute. Ist doch klar. Dann müssen wir ein bisschen mal was dran machen. So. Ziemlich geil. So. Hier gucken wir mal. Zufällig. Ziemlich geil, Leute. Und wir gehen natürlich Go Underground. Willkommen Underground. Deine Karriere als Rennfahrer beginnt hier. Nimm es mit dem Herzen auf der Straße auf. Du weißt, dass du der beste Fahrer bist. Sieger sahen tolle Boni ab, Ritter, Verlierer können nach Hause gehen. So ist es. Und hier ein noch besseres Intro. Das Lustige ist, diese Grafik, die ihr in diesen Renderfilmen seht, ist heutzutage erreicht. Oh Mann, das freut mich da drauf. Oh yeah. Oh oh. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube. Ja, der Honda Civic, ist ja geil. Oder ist es ein S 2000er? Geht wesentlich. Wieder so rasenvolle Motoren. Da kommt keiner und zwei Leute. Oh yeah. Ja, also ich finde Need for Speed Underground mit Teil 2 ist eigentlich der beste Teil in der Serie. Was mich extrem nervt, es ist Underground, es ist verbotenes Racing bei Nacht. War die Polizei mit. Also das verstehe ich nicht. Sie kam ja erst aus dem Ort endlich wieder rein. Ja, aber es ist wirklich richtig geil an diesem Underground. Und den muss ich Underground 2, die ist vergessen. Ich mach mal wieder volle Folge. Die Musik. Das ist ein richtig geiler Mix aus wirklich geilem Hard Rock. Und Rap, Hip-Hop, all den Scheiß. Alles was es da gibt. Was der sehr aktuell war. Finde ich super, weil es passt einfach zum Racing. Ja? Also ich bin ganz klar einer, der die Rocklieder alle bevorzugt. Aber die Hip-Hop-Lieder und das ist hier alles Lieder, passt ja so viel rein, kann ich einfach nur da an den Hand. Oh yeah. Und
wir rotten hier einfach alle weg, weil es kommt keiner von uns ran, Leute. Ich werde natürlich alle Rennen auf Schwierigkeitsgrad schwer machen, sofern es erlaubt ist, was ich hab. Ja, da werdet ihr Renn-Action sehen. Und ja, ich hoffe, dass das Let's Play super laufen wird, auch wenn es ein älteres Spiel ist, aber man muss einfach mal das Spiel gespielt haben. Sehen, wie geil das Spiel das jetzt ist. Yeah. Und Leute, ein weiteres Filmchen. Davon träumst du? Das ist Eddie. Sieh ihn dir gut an. So sieht ein Gewinner aus, der absolut Respekt verdient. Nicht nur der Wagen. Das Können zählt. Also, welcher dieser Wagen gehört dir? Ja, also, Golf GTI ist natürlich die absolute Rennmaschine unter den Jugendlichen, zu denen ich auch zähle. 2006, das typische Auto. Aber ich bin ganz kleiner, den Honda Civic Sportsman. Das ist geil. Mann! Auch wenn er viel krasser ist, echt richtig schwach. Geil. Hey, Loser. Kann ich dir helfen? Packen wir es. Komm, wir beide, du und ich. Das kriegen wir locker hin, komm! Du willst der Beste sein? Dann mach die Jungs hier alle. Wenn du verlierst, bist du verloren. Alles klar? Toll. Dann los. Hier findest du die aktuellsten Rennen. Die Rennkarte zeigt dir, wo was abgeht. Ja, sie hat alles gesagt, Leute. Auch wenn sie die gute Samantha ein Kack-Vibe ist. Und der Typ hat sich natürlich in das Vibe von diesem einen Schwulen da verguckt. Und ja, hier haben wir alles, was ihr im Spiel sehen werdet. Und ich würde sagen, machen wir das. Krass, Kid, das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin Dirt und stehe gern quer. Ja, das glaube ich dir. Ja, Drift ist ganz klar, Leute. Wir müssen in diese Zonen, also wir müssen so gut driften wie möglich, um Punkte zu erlangen und besser zu sein als die anderen. Und diese gestreiften Zonen sind am besten, weil dann färbt sich das ist nämlich sehr nah an der Wand, was eigentlich gar nicht so ist. Wurde in den nächsten Spielen besser gemacht. Und je mehr Punkte wir haben, desto besser. Wir dürfen halt nicht die Wand durchschieben, sonst verlieren wir alle unsere Punkte. Also nicht alle, aber die wir gerade erlangen wollen. Das ist am Anfang natürlich ein bisschen doof. Auch nicht gerade spaßig, aber wenn wir dann nachher richtig schwere Strecken bekommen, das ist vor allem bei Need for Speed Underground 2 ziemlich tricky. Und das war, wir haben die Wand touchiert, aber das ist vollkommen egal, denn wir sind super Leute. Ihr seht rechts die Punkte, meine Punkte sind die auf Platz 1, ist doch klar. Ja, und Carla, Dirk und Karl verkacken einfach. Sie kommen nicht an Let's Play WLAN ran, Leute. Und das Rennen ist bereits beendet. Ziemlich schnell. Ach, geile Musik. Einfach geil. Ja, das, wir bekommen halt natürlich auch dann so eine Art, man kann natürlich mehr freischalten. Und natürlich Geld kriegen wir auch. So, weiter. Weiter, Text, Leute. So, jetzt können wir unsere Wagen tunen. Hey, wie sieht's aus? Gefällt's dir? Dann musst du siegen. Kein Sieg, keine fetten Autoteile. Hier kannst du deinen Wagen einrichten und den absoluten Straßenrenner bauen. Leider können wir nicht viel machen. Wir haben nicht viel und dafür werde ich jetzt Apple besorgen. Also wir werden uns nämlich jetzt beim Quick Race, da ist nämlich die Drittstrecke mit dem Mitsubishi-Motor des Eclipse, was eine ziemlich geile Karre ist, die zwei Strecken freigeschaltet. Wir machen unten 10 und vielleicht die Gegner. Scheiß drauf. Und ja. Wir wollen natürlich viele Punkte erlangen. Und mit dem Auto, was super driften kann, auch noch in schwarz, ziemlich geil, haben wir die besten Chancen, sage ich euch heute. Die Karre geht richtig ab. Muss ich noch ein bisschen reinfußen, aber ansonsten. Muss eigentlich laufen. Denn je mehr Punkte wir
wir hier schaffen, desto mehr Style bekommen wir. Das heißt, dass wir mehr Sachen freischalten. Ihr seht 14.000 mit einem Drift. Also, das war nicht ganz so gut. Denn diese Kurve, diese S-Kurve, bringt nämlich am meisten ein, dass man da nämlich durch die Zone, so wie hier, laufen durchfahren kann. Ich hab die wieder nicht mehr. So, genial. Ist alles an mir. Ja, Leute, hört einfach nicht drauf, was ich sage. Wobei, deswegen ist es euch ja an. Einfach mal alles, was ihr kennt, in Frage gestellt. So, jetzt habe ich es ein bisschen besser genommen. Und jetzt können wir richtig viele Punkte absahnen. Auch wenn wir nicht mehr so schnell zu Rad sind. Ja, das ist richtig geil. So, ja, genau. 20.000, das wollte ich haben. Zu langsam sein. Sonst starten unsere Punkte bei 200, nicht bei 1000, wie sie es jetzt machen. So, jetzt starten sie bei 400. Oder, keine Ahnung, ich habe es nie gecheckt, was diese Zahl da in Gelb ganz links da darstellt, die mal für. Habe ich nie gecheckt. Rekord damit aufgestellt, weil wir auch gar keine neue Strecke hier kein einziges Mal gemacht haben. Und es ist jetzt auf Dauer für euch ein bisschen langweilig, Leute, aber es wird uns helfen, für Nils und alles aufkleben und all das Mögliche freizuschalten. Farben bekommen wir erst leider nach einer bestimmten Anzahl von Rennen. Und ja, die werden auch ganz schnell vorübergehen. Also ich wollte eigentlich auch zuerst zwei Let's Play hat eine offene Welt, was auch ziemlich cool ist, das alles zu entdecken und die Rennen zu finden. Aber ich meine, man darf den Vorreiter Underground nicht vergessen. Ich verkacke gerade. Ich verkacke hier da auch mehr. Und ja, das Spiel ist einfach genial. Also für Leute, die so Open-World-Spiele wie jetzt GTA und so was lieben, für die ist dann Need for Speed Underground 2 eine super Empfehlung. Aber für Leute, die dann darauf gar keinen Bock haben und einfach nur Missionen abspulen wollen, das ist dann Need for Speed Underground dann. Der Spiel, der Playground für die. So, dann gucken wir mal, was wir erlangt haben. Aber Kirby hat gespielt. So. Ja, wenig, Leute. Ziemlich wenig. Ich hatte mehr gehofft. Wir könnten natürlich unseren Wagen jetzt auch noch tunen. Nach Aussehen. Darum geht's jetzt auch hier. Ich hab nicht so wenig da freigeschaltet hier. Verrückt. Tja. Ja, so kann man nämlich am besten diese ganzen Sachen freischalten, Leute. Ich würde sagen, machen wir noch ein Rennen. Ab geht's zu Starttown, der als erster die Baustelle am Flughafen passiert, sackt die ganze Kohle ein. Und ja, wir machen's auch schwer, ist doch klar. Die Karre im Bild ist hässlich. Richtig hässlich. So, das ist unsere Karre. Und wir haben kein Nitro, Leute. So. Ja, die sind natürlich auch getunt. Dementsprechend haben wir einen kleinen Nachteil. Aber ich kenne eine Abkürzung. Keiner steht mit W. So, das kommt mir keiner hinterher. Wunderbar. Das war ein bisschen zu früh eingelenkt. Und Leute, ich habe einen Führerschein. Ich weiß nicht, wie mein Auto fährt. Also, dann bitte keine Kommentare und Regeln. Wenn du Auto fährst, darfst du nicht so fahren. Ist ja klar, Leute, ne? Lieber schön anschnallen, liebe Kinder, ne? Sonst landet ihr irgendwann mal im Straßengraben. Also, ohne Auto, das meine ich. So, komm mal hinterher. So. Das ist einfach. Passt einfach perfekt in dieses Spiel. Ich sehe gerade, wir haben keinen Gegenverkehr. Schade, das ist sehr viel spannender. Aber ich mache es ja schon selber spannend. Ja, diese Punkte da rechts, Powerslide, die ihr gerade gesehen habt,
Es wird jetzt im Moment ziemlich unnötig, weil sie dafür da, um unseren Ito wieder aufzufüllen. Und jetzt im ersten Rennen jetzt nicht zeigen. Das war übrigens ein Traumrennen, Leute. Deswegen davon träumt sich ein Flash-Spiel hier. Also die Ito wird sehr, sehr spät kommen. Aber wir werden es gewonnen. Das wird ziemlich geil. So, das Ziel ist nah. Die Gegner sind fern. Und wir haben es auch schon geschafft. Zack. Wahrscheinlich habe ich es auch vor, dann die FSP3 komplett durchzuspielen. Vortex war. So, weiter im Text. Ja, also das ist hier weiter, Leute. Ich werde jetzt den Part an dieser Stelle beenden. Ihr werdet die nächsten Rennen dann im nächsten Part sehen. Und ich sage euch, das Spiel ist richtig super. Es macht Spaß. Und wenn wir dann einen besseren Wagen haben, dann rocken wir alles. Okay, Leute, dann freut euch auf den nächsten Part. Ja. Und schaltet auch dann wieder ein bei Need for Speed Underground.